Hallo, das sind wir wieder. Jupp. Nach viermal ein Dungeon machen. Zweimal diese letzte Schleuder und zweimal Quiet Mitchell. Ja. Ist auch gut, wenn man ein paar extra IP hat, weil später muss man so viel nachleveln, wenn man nicht so weit ist. Und Ja, Quests haben ja aber auch gut. ein paar abgegeben, aber es sind auch nur so unwichtige Nebenquests gewesen. Jetzt gehe ich mal ins Gasthaus. Event Level Up. Ah, jetzt kann ich das Level Up Event abgeben. Ja. Göttlicher Segnungsstein. Yay. Oh, Level 30 erreichen. Jetzt haben wir schon zwei Segnungssteine. Wir hatten davor auch schon einen bekommen durch eine Quest. Und weil ich Level 20 bin, habe ich einen neuen Gürtel bekommen. Stimmt, das Geschenk könnte ich auch mal wieder aufmachen. Und jetzt zum Reiseladen. Reise, Seemann, Seemannreise. Reise. Willkommen. Die Sonne versteckt sich heute hinter den Wolken. Lichterschein, Katrofo, bla bla bla, vorbeihuschen. Seemann draußen gesehen, als du reingekommen bist. Muss wohl ein Bild haben. Ah, der hat Scheiße erzählt. Ah, jetzt müssen wir jetzt den Gemischtwaren laden. Entschuldigung, aber es gibt in dieser Stadt nur einen Reiseladen. Natürlich, ein Reiseladen ist mehr als genug für eine kleine Ortschaft wie Colin. Warum fragen Sie? Wer ist das? Arthien? Nun. Das heißt, wie bitte? Wir haben Sie nicht ganz verstanden. Ist das schon in Ordnung? Du, ich habe dich gesehen. Du bist die Person, die ich sah. Nicht vertrauensvoll. Meine Güte, was für eine seltsame Person. Aber das hat dich hierher gebracht, Annabelle. Warum verhält sich jeder heute so komisch? Keine Sehr Ahnung. interessant, was du da vorliest, aber es ergibt keinen Zusammenhang. Ich lese ja vor, was da gesagt wird, und die sehen ja, wer was sagt. Ja, mein Ding. Warum folgst du mir? Bist ein Freund von Kirsty? Dann mag ich dich nicht. Warum fragst du mich das? Ich stehe dir bei euch nah. Diese Leute, ich komme nicht mit ihnen klar. Wenn es nicht groß der Jägerin Kirsti. Alle mein kniet vor ihr nieder. Wovon redest du? Ich habe nie gesagt, dass ich Hakans Nachfolgerin bin. Ich trotze gerade so vor Großartigkeit. Oh Auserwählte, wie kann der Rest kann der Rest nur mit euch mithalten? Du kannst dir auch durchlesen und zusammenfassen. Keine Ahnung, der Arthien sagt irgendwie, dass die Kirsti, ich weiß nicht, ob er es ironisch gemeint, so eine großartige Nachfolgerin von irgendjemandem ist, und die Kirsti fragt den Arthien irgendwas, weil die ihn schon lange nicht mehr gesehen haben, da sagt er, ich will nicht mehr mit dir reden. Aha. Jetzt sollen wir die Kirsti wieder zurückbekommen, zurückbringen. Und wo ist die hingegangen? Zu einem Reiseladen. Und die Tief hat neue Quest, die Prüfung des Jägers. Die Prüfung des Jägers. Und das müssen wir machen. Ich lese gerade. So. Also Okay, hier jetzt bist hat der du. Hattchen irgendwie erzählt, dass er das Sohn von Hakam ist und dass Hakam irgendwie die Kirsti als Nachfolgerin von irgendjemandem ausgewählt hat. Sehr interessant. Hakam? Du weißt nicht, wer Hakam ist? Hakam Scharfschütze, Kakrin der legendäre Jäger.
der von allen im Königreich geschätzt wird. Sohn, Tochter, das muss ein Sohn sein. Wenn ich darüber nachdenke, kann ich mich nicht daran erinnern, wie Kirsti etwas von Hakam-Tests erwähnte. Dafür musste man vier Zeichen sammeln, die Beute symbolisieren. Oh, Nachtschatten wird immer teurer. 10.000. Jetzt müssen wir ein Zeichen von der Prüfung sammeln, die man sammeln muss, wenn man Nachfolger von Hakam werden wollte oder sowas. Wir wollen aber kein Nachfolger werden von Hakan. Darum geht's ja auch nicht. So. Oh, wir brauchen noch einen gekühlten Erdbeerbrandy für Fergus. Wir brauchen noch eine Menge von denen. Nein, erst einen und danach 11. So, stimmt ja. Dann mache ich mal noch einen. Ja, mach ich auch. Erstmal eine leere Flasche kaufen. Nein, ich wollte gar nicht verlassen. Oh. Erdbeer-Brandy haben wir auch vorhin abgegeben bei Brynn für den Riley, damit er ruhig bleibt. Und dann hat der Fergus von denen erfahren, wollte auch eins davon haben. Das will jetzt auch eins davon haben. Ja, und das ist eigentlich ganz witzig, was der gleich will. Wie viel will der? 5000? Und diese Eiskristalle sind übelst scheiße zu finden und kosten sau viel immer Haar. Deswegen. Obwohl wir momentan sehr viel finden. Er zieht den Korken heraus und leert die Flasche innerhalb von Sekunden. Bringt mir nächstes Mal 3 Flaschen, ja? Das war kaum genug, um meinen Durst zu bewässern. Ach, müssen wir jetzt erst 3 bringen, oder wie? Nein, jetzt nicht irgendwie Quests. Fergus rülpst laut. Ah, das hat mein Durst gestillt. Für den Moment. 3 Flaschen gekühlten Erdbeerbrandy wären so erfrischend. Hä? Sollen wir jetzt erst 3 machen? Hä? Ach nee, ich habe nicht genug. 3 Stück jetzt nur? Ja, 3 Stück. Ich hab denn zwei Eiskristalle und du hast einen oder nee, du hast zwei, so. Boah, ich möchte mir keinen für 16.000 kaufen, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Nee, die müssen wir finden. Ach, für die Vergrößerung der Schmiede brauchen wir 10 Eisenerz. Ja. Du Scheiße. Nicht 10 Eisenerz habe, kaufe ich mir, glaube ich, diese guten Eisenerz-Dinger im Shop. Ich dachte, wir brauchen nur 5. Nein. Ich hab 5 von den verbesserten. hab ja schon 5 gute und 5 Holzplanken und einen Pyroseelenrelikt und brauche noch 8 Eisenerz. Okay, machen wir mal das nächste. Ja, was machen? Ups. Nächste ist jetzt, glaube ich, endlich mal wieder was Neues. Ich mach auf, oder? Oder soll, willst du Wenn aufmachen? du. Ich muss erst die Gruppe Ah, nee, verlassen. ich bin. Sei ich Ding. raus? Ich geh raus. Ja. So, was machen wir? Wir machen. Warte, wie heißt das? Prince Forschung. Forschung. Das ist cool. Das brauche ich auch für Wenn wir meine das gemacht Quest. haben, kann ich nämlich eine neue Waffe machen für mich. Gewinne ohne Zweitwaffen, oder? Gewinne ohne Zweitwaffen. Season of Matcher, würde ich sagen. Oder Season of Matcher und normal. Weil es ist eigentlich egal, weil wir den mindestens 3-mal machen müssen. Season Matcher, Zweit und Privat. Das heißt, wir machen den jetzt einmal. Ah ne, machen wir jetzt einmal ohne Zweitwaffen. Ich habe jetzt schon die Season of Matcher gemacht. Ja, okay, gut. Und wenn wir den gemacht haben, einmal, dann beenden wir nochmal kurz. Weil wir müssen den dann noch ein paar Mal machen, weil wir haben so eine Quest, da müssen wir so Items von ihm finden, ganz, ganz viele. Und Ja, das kann ist ich ja kurz nervt. zeigen. Hier Tranklieferung. Wiederherstellungstrank brauchen wir 3 und ein Zerstörungstrank. Und einen goldenen Trank brauchen wir auch noch. Ja. Und das Schwert brauchen wir auch noch von dem. Wir brauchen ganz viele Items.
Items. Ja. Hier, guck, wir brauchen... Ach, tja, verdammt. Du Sack. Ha. Nein, verdammt, 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 verdammt. Nein, daneben geworfen. Doch, machen schon wieder daneben. Ha, ich hab dich getroffen. Weil ich stehen geblieben bin. Ha, geowned habe ich dich. Aus der Entfernung von 0,26 Metern. Wow. Ups, das wollte ich gar nicht. Das sind ganz viele Eisdinger. Machst du die kaputt, nicht die Gegner, oder wie? Ja. Was einzuwenden? Nö. Einer muss es ja machen. Ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen ja nicht alles zerstören jetzt, wenn wir aufnehmen. Ja, stimmt. Ich geh schon mal vor, du nimmst die auf.